Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute bei der lieben Kim zu Besuch und ich darf mit ihr zusammen ein Video drehen. Und ja, wir machen eine Challenge zusammen. Yay! Und hier bin ich auch. So, hallo ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, habe ich heute Besuch, der euch auch gerade schon begrüßt hat. Sag doch mal, wer bist du? Ich bin Latina und ich habe eine Instagram-Seite, nämlich Jessnixes Buchwelt. Den verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und genau, wir werden heute zusammen, wie Ladina gerade schon gesagt hat, eine Challenge zusammen drehen. Mit von der Partie ist auch meine kleine Schwester Kira, die sitzt allerdings hinter der Kamera. Ja, warum, weiß ich auch nicht. Egal, sag mal hallo Kira. Hallo. Bisschen lauter. Hallo. So, jetzt habt ihr den Ton alle gehört. Und zwar drehen wir heute, wie ihr vielleicht schon am Thumbnail oder an der Überschrift gesehen habt, die First Sentence Challenge. Die gab es schon mal auf meinem Kanal, auch zusammen mit Kira. Und ich bin sicher, die meisten von euch kennen die. Für die, die es nicht kennen, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Kira hat 8 Bücher aus meinem Regal, glaube ich, und 2 Bücher aus ihrem Regal rausgesucht, von denen sie Ladina und mir gleich jeweils den ersten Satz vorlesen wird. Und wir zwei müssen versuchen, so schnell wie möglich zu erraten, um welches Buch es sich dabei handelt. Ja, derjenige, der am Schluss am meisten Bücher erraten hat, hat gewonnen. Selbstverständlich gewonnen. Und ja, ich bin gespannt, wie wir uns gleich schlagen werden. Und ob ich die Bücher überhaupt kenne. Und ich auch. Schlussendlich kennen wir die Bücher gar nicht. Das ist voll peinlich, die sind aus meinem Regal. Ja, ich kann eben hinsaugen, nicht mein Regal, nicht meine Bücher, aber... Okay, gut, ich werde mich gleich mal blamieren. Wir werden uns jetzt die Augen verbinden mit diesem voll stylischen Schälen und ziemlich bekloppt aussehen, aber das seht ja nur ihr, das sehen wir Gott sei Dank gerade nicht. Und Kira wird jetzt gleich anfangen mit dem ersten Buch. Ich würde sagen, wir verbinden sie auch. Oh Gott. Wir haben gerade schon das Thumbnail zusammen gemacht und sahen voll bekloppt aus. So wie so Mumien. Okay. Sind deine Augen zu? Nein. Also, nein, so ist sie verbunden. Ich meine, sind sie verbunden? Irgendwie hält es bei mir nicht so gut. Okay, gut, egal. So, ich sehe nichts. Okay, alles klar, gut. Okay, erstes Buch. Kira, du darfst anfangen. Oh Gott. Prolog. Emma, wenn ich gewusst hätte, dass dich bereits so ein kleines Abenteuer an Angst und Schrecken... Noch beben. Ja. Hallo? Oh Mann! Das fängt ja schon super an. Also statt den Namen mache ich, glaube ich, nächstes Mal. Nein. Ich kenne nur diese Emma, glaube ich. Was? Ich habe bestimmt 8 Bücher, in denen die Protagonisten Emma heißen. Ja, du hast deine Emma-Sucht. Du hast doch mal ein Video über deine Emma-Sucht gemacht. Ich dachte gerade so, das könnte das Mechthild-Leserbuch sein. Es könnte Lucrum sein von Annika. Und so weit habe ich gar nicht überlegt, weil ich, glaube ich, nur diese Emma kenne. Super. Also, hier, halt. Nein, das ist Klassentext. Also, so. Ja, so. Okay, also das hier war das Buch. Von der lieben Jenna Strack und ja, genau. Machen wir weiter mit dem zweiten Buch. Das ist jetzt ein Punkt für Ladina gewesen, gell? Ja, ich hab's. Super. Schon. Ich hab schon mal einen Punkt. Hey, ich muss nicht mit 0 Punkten hier rausgehen. Super, das wäre nachher voll peinlich, wenn die meisten mich einfach aus meinem Regal sind und ich habe kein einziges richtig. Oh, Gott, ich bin voll aufgeregt. Ich auch. Mach weiter. Okay. Ich blickte auf den Stapel Kartons in meinem neuen Zimmer und wünschte mir, das Internet würde schon funktionieren. Obsidian! Ja. Oh, stimmt, das habe ich auch gelesen. Yay! Ausgleich. Richtig rum? Nein, schon wieder. Oh Mann, so rum? Nein. So rum? Nein. Ja, stimmt. Okay, also hier Obsidian für euch alle. Klar. Okay. Weiter geht's. Nummer 3. War in vielerlei Hinsicht ein höchst ungewöhnlicher Junge. Harry Potter? Ja, aber... Und die Kammer des Schreckens? Der Gefangene von Azkaban? Ja! Oh, hey, hallo! Das gibt es jetzt Teilpunkte. Ich würde sagen, wir teilen uns den Punkt. Wir okay, wir kommen bald den Hauptpunkt. Okay, gut. So, Harry Potter, nein. Gefangene. Nein. Ja, gib's mir doch gleich richtig rum. Ja, so. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Yay. Gleichstand 1,5 zu 1,5. Oh Mann. Wir sind so gut. Ja, mega.
Der Hund schnüffelte an meinem Koffer. Silber! Ja. Habe ich nicht gelesen. Nicht? Oh, ich weiß, ich muss lesen. Ich weiß. Das ist so schön. Ich liebe ja Katzen hier. Jetzt hassen mich alle, die dieses Video schauen. Ich habe es ja richtig darum gegeben. So, ich weiß, dass ich das Buch lesen muss und nein, ich mache es auch noch. Ja, genau. Ich sag, egal, ihr habt gesehen, hier irgendwie ist es mir egal. Okay, weiter. Mit Nummer 4? 5? Ich glaube, das habt ihr beide nicht gelesen, aber ihr kennt es auf jeden Fall. Okay, mal gucken. Prometheus, genau, hatte sich diesen lächerlichen menschlichen Namen gegeben. Percy Jackson? Nee, das kennst du, also das hast du ja schon gelesen. Irgendwas von Rick Riordan? Nein. Hä, Prometheus ist doch... Das haben wir in Literaturgeschichte durchgenommen. Mhm. Aber das ist doch griechische Mythologie, oder? Göttlich? Dieses Dings von Mara Wolf? Ja. Ah, doch Götterfunke, nicht das. Ah ja, stimmt, Götterfunke. Ups, also der Titel. Wollen wir uns den Punkt wieder teilen? Ja. Okay, also jetzt kriegt jeder wieder 0,5 Punkte, weil ich wusste die Autorin, aber ich wusste den Titel nicht und Bettina hat den Titel gewusst. Also 2-2. 2-2, wuhu! Wir sind beide nicht so schlecht, wie erwartet. Ja, okay, Ladina. Ich werde wach. Oh, letztendlich sehen wir im Universum wieder aus. Hey, das ist unfair. Na, vor dem Video sagt Ladina so, ja, von dem Titel kann ich den ersten Satz auswendig. Und ich so, ja, super. Kira, Mann. Okay. Danke. Bitte. Fies. Es geht ja schnell. Seht ihr hier da diese Verbrüderung? Das ist Herzen, voll unfair. Eben habe ich ein Mädchen geschlagen, mitten ins Gesicht. Oha, das macht man nicht. Hey, das kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Nicht? Nein. Tipp? Nein. Oh, toll, ne? ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht noch den nächsten was? Und zwar nicht einfach irgendein Mädchen, sondern meine beste Freundin. Sag mir auch nicht. Mir auch nicht. Ich weiß, dass es nicht gelesen hat. Toll, nett. Aber ich bin immer noch der Ansicht, das macht man nicht, ein Mädchen schlagen. Sie hat einen Grund, okay. Okay. Dann ist es bestimmt irgendein Colleen Hoover-Buch, wenn ich es nicht kenne. Echt jetzt? Ladina, dein Spezialgebiet. Ja, auch mit dieses Buch von dir habe ich ja auch nicht gelesen. Nicht? Nein. Hope Forever? Nein, Hope Forever habe ich gelesen. Maybe Sunday? Ja. Das habe ich nicht gelesen. Das ist eins von denen, das ich noch nicht gelesen habe. Ich habe es auch nicht gelesen. Okay, gut, das gibt für niemanden einen Punkt. Das will ich unbedingt noch lesen, aber ja, ich hab schon mehrere von dir gelesen, aber genau das habe ich nicht gelesen. Das ist so schön. Supi. Ja, ich weiß, ich will es noch lesen. Bei welchem Buch sind wir jetzt? Achso, kein Punkt hier. Ich hoffe, der Speicher auf meiner Kamera reicht. Welches sind wir jetzt? Jetzt schon das achte. Das achte, okay. Okay. Endspurt. Okay, die kann ich auch nicht mehr. Ein einsames, baufälliges französisches Schloss taucht aus der Dunkelheit auf. Hä? Mhm. Irgendwie kommen nur Paulies, du und ich in den Sinn. Nee. Ich kenne das Buch zwar nicht, aber weil Paulies im Titel war. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass du das Buch hast und dass ich es nicht gelesen habe. Was hätte er sein können? Von der lieben Adriana. Nee, keine Ahnung. Von ihr möchte ich auch bald eins lesen, aber nicht das, sondern ich bin gerade an New York Diaries. Ich lese bald Ein Sommer und vier Tage. Okay, wir weichen nicht. Ja. Nächste Satz vielleicht noch? Ach, okay. Unser Blick fällt auf den gepflasterten Platz vor dem vor dem Gebäude, der in Nebel gehüllt ist. Ich hab's bestimmt noch nicht gelesen. Also ich sag mal so viel, es ist ein besonderes Buch. Hä? Jedes Buch ist besonders. Das okay, ist warte, der beste Tipp. Mal das erste, wo jemand redet. Okay. Haben wir das überhaupt schon gelesen? Ladina, glaube ich schon. Oh. Aber hallo, also du kennst es trotzdem. Man merkt hier ganz klar Sympathien. Okay, dann lese ich halt was anderes vor. Erste Szene. Außen irgendwo in Europa 1926 Nacht. Ah ja. Ich habe das gelesen. Zeilenzauber? Nein, nicht Zeilenzauber. Nein. Ich sag, das ist ein sonderbares Buch. Und ich habe das gelesen.
Also ich habe es auf deinem Insta-Feed gesehen. In meinem Instagram-Profil gibt es auch Bücher, die ich nicht gelesen habe. Es gibt dazu einen Film. Oh, Leute. Keine Ahnung, sag's. Nee, warte, ich mach noch den nächsten Satz. 5 Auroren stehen mit erhobenen Zauberstäben da und drücken zögernd gegen das Schloss vor. Harry Potter? Nein. Oh, fantastische Tierwesen. Ja. Oh nein, ich glaub, das war... Die Auroren waren. Das habe ich noch nicht gelesen, aber ich hab's zu Hause. Ach so, okay. Das war unfair. Ich habe mich verstanden. Tut mir leid. Mein Schal rutscht so. So, okay. Buch Nummer 9. Also, Kim. Die Nacht, in der ihr Herz verlor, war Mutter. Heaven! Ja. Heaven Stadt der Feen, du hast den Untertitel vergessen. Komm, lass auf Martin. Mein Lieblingsbuch. Ja. Okay, gib Kim den Punkt, das ist ihr Lieblingsbuch. Okay. Da, Leute, hier, da, mein Lieblingsbuch. Okay, gut. Das war ja nicht mehr der ganze Satz. Jetzt kommen wir zum letzten Buch. Okay. Oh, das letzte Buch. Ja. Die großen Kopfhörer liegen weich auf meinen Ohren und verschlucken die Außenwelt. Mein letzter, letzter Sommer? Ja. Oh, das hätte ich auch gelesen, aber ich wusste nicht mehr. Hier, da. Wie viel steht es? Steht es eigentlich schon eigentlich? Ich habe nicht damit gezählt. Ich habe auch nicht gezählt. Ach, wir dürfen die Dings abnehmen. Also. Oh Gott. Ich sehe was. Oh Gott. Oh Gott, ist das hell. Du hast wenigstens eine Brille drüber. Du siehst bestimmt aus wie so ein Panda. Also ich habe ich hab die halben Punkte. Oh, gracias. Also, Ladina 1, 2, 3, 4, 5. Was? Wie hast du die halben Punkte gerechnet? Einfach, da siehst du in den Spalten, ich habe beiden dann eingegeben. Oh. Achso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? 5, 6. Hä, das geht aber nicht. 5 und 6 gibt 11. Ja, ich weiß. Wir haben teilweise beide einen Punkt bekommen. Okay, ich würde sagen, wir haben uns beide sehr gut geschlagen und klingen. Besser als gedacht. Ja, genau. Wir. Ja, Kira ist ein bisschen erkältet. Möchtest du meinen Schal haben? Danke, ich hab's selber. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir haben uns beide sehr gut geschlagen. Ich werte das jetzt mal einfach als unentschieden. Okay. Und ja. Was war das? Ich werde hier mit Papier beworfen. Ja. Okay, cool. Ich glaube, wir müssen hier Schluss machen. Ich rede nur noch Blödsinn. Ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ja, lasst uns gerne einen Kommentar da oder ein Däumchen. Das würde mich auch sehr freuen. Mich auch. Und schaut unbedingt bei Ladina auf Instagram vorbei, wenn ihr Instagram habt. Wie gesagt, ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox. Auch den von meiner Schwester. Die hat nämlich auch einen Kiki's Dreambooks. Ja, genau. Verlinke ich euch ebenfalls unten in der Infobox. Da könnt ihr dann gerne vorbeischauen. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, genau. Was machen? Ja. Danke, dass ich dabei sein durfte. Oh, das war mein erstes YouTube-Video. Ich finde, das hat sie richtig gut gemacht. Wer ist der Meinung, dass Ladina auch einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen sollte? Schreibt es in die Kommentare. Ladina, mach einen YouTube-Kanal auf. Und Kira, mach auch einen YouTube-Kanal auf. Und Fussel. Okay, mit diesen Worten verabschieden wir uns für euch. Macht's gut. Tschüss. Okay.